Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Philipp Malte Lingenau. Hier geht es um finanzielle Freiheit durch finanzielle Bildung. Und im heutigen Video sprechen wir über den sogenannten EPS, die Earnings per Shares, was das ist, wie ich das in meiner Auswahl nutze und ob es vielleicht auch Sinn macht, dass du diesen Wert betrachtest. Darauf möchte ich in diesem Video eingehen. Und im Endeffekt heißt der Earnings per Shares ja nichts anderes als der Gewinn pro Anteil bzw. der Gewinn pro Aktie, der erzielt wird. So, ich möchte das gerne verständlich machen an dem Beispiel, was wir auch schon bei der letzten Kennziffer genutzt haben, und zwar unserem Keksstand. Der Keksstand hat sich nämlich seit dem letzten Video extrem gut entwickelt und deswegen können wir den hier in diesem Beispiel weiter nutzen. Bei einem Unternehmen, was wir gründen oder einer Unternehmung, haben wir am Anfang erstmal einfach den kompletten Besitz bei uns. Das heißt, ich habe jetzt in dem Fall zum Beispiel diesen Keksstand und der gehört mir. Ich möchte aber durch weiteres Wachstum jetzt Eigenkapital aufnehmen, denn der Keksstand hat sich so gut entwickelt, dass ich jetzt Fremdkapital annehmen möchte, um den Wachstum oder um das Wachstum zu finanzieren. Denn ich habe gemerkt, das läuft so gut, ich könnte eigentlich ein Franchise draus machen und dann das Ganze viel, viel schneller skalieren. So, was muss also jetzt erstmal geschehen? Als erstes brauchen wir eine Rahmenbedingung, mit der wir dieses Gebilde von der Ausgabe von Anteilen überhaupt abbilden können. Das heißt, wir müssen im ersten Schritt eine Aktiengesellschaft gründen, beziehungsweise es kann auch eine GmbH oder eine UG sein, aber wir nehmen jetzt einfach mal als Beispiel eine Aktiengesellschaft. Zusätzlich bestimmen wir jetzt den Wert des Unternehmens, weil das bildet immer die Gesamtsumme ab, für den die Anteile berechnet werden. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach an, unser Keksstand ist 50.000 Euro wert, wir bringen den in die AG ein und haben jetzt 50.000 Euro Wert in der AG. Und wir wollen jetzt diesen Keksstand veräußern. Also beziehungsweise wir wollen Anteile am Keksstand veräußern. Das heißt, wir bestimmen im nächsten Schritt, wie viele Anteile sollen denn eigentlich vom Unternehmen ausgegeben werden. Die Anteile, die beim Unternehmen ausgegeben werden, das kann man selbst bestimmen, wie viele es da gibt. Das können sein 1, 100, 1000, 100 Millionen. Und das heißt aber nichts anderes mit, wie klein ist der Anteil am Unternehmen dann. Das heißt, wenn wir zum Beispiel 100 Anteile haben, ist der Anteil an Unternehmen, wenn man eine Aktie oder einen Anteil am Unternehmen besitzt, natürlich viel, viel größer, als wenn man jetzt 100 Millionen hat, dann ist das natürlich eher deutlich kleiner. Aber alle Anteile einzeln bilden einfach die Gesamtsumme des Unternehmens. Das heißt, es kann nicht mehr geben. So, das heißt, wir haben jetzt erstmal eine AG, die 50.000 Euro wert ist und bei der wir jetzt bestimmen können, wie viele Anteile wollen wir denn rausgeben. Wir sagen jetzt, diese AG hat 5.000 Anteile, das heißt, jeder Anteil ist 10 Euro wert und für den weiteren Ausbau unseres Unternehmens benötigen wir 12.500 Euro. Das heißt, wir geben 25% unserer Anteile ab, behalten selbst 75% und können dann mit dem eingesetzten Kapital aber selbst arbeiten, weil wir haben ja einfach den Anteil in unserem Unternehmen verkauft und haben jetzt das Geld, mit dem wir den Ausbau finanzieren können. So, jetzt lassen wir ein Jahr vergehen und wir haben im nächsten Jahr 5.000 Euro Gewinn. Und was das jetzt bedeutet, heißt, da wir 5.000 Anteile hatten und jetzt 5.000 Euro Gewinn erzielt haben, hat jeder Anteil einen Gewinn von einem Euro. So, und das ist nichts anderes als die Earnings per Share, dass der Gewinn, der erzielt wurde, auf die einzelnen Unternehmensanteile runtergerechnet wird. Und das funktioniert natürlich jetzt bei unserem kleinen Stand hier mit den Keksen ziemlich gut. Das Gleiche kann man aber auch auf normale Unternehmen anwenden und genau das mache ich auch bei der Auswahl. Denn ich möchte wissen, wie ist das Wachstum des Gewinns denn und kann ich davon ausgehen, dass der Gewinn pro Anteil auch zukünftig steigen wird. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Beispiel noch ein bisschen zu abstrakt ist und deswegen gehen wir jetzt einmal kurz zum Rechner, wo ich dir direkt in meiner Excel-Tabelle oder in einer Excel-Tabelle zeige, wie sich das Ganze verhält und wo solche Werte auch im Internet dann für Unternehmen zu finden sind. So, willkommen am Rechner. Ich habe das Ganze jetzt hier mal für zwei verschiedene Herangehensweisen vorbereitet. Wenn man sich einen ganz groben Überblick über die Zahlen verschaffen möchte, benutze ich kurzfinanzen.net, um wirklich einen ganz, ganz groben Einblick zu erhalten. Wenn man hier unten erstmal die Aktie ausgewählt hat und dann hier auf die Bilanz geht, kann man sich die meisten Kennzahlen für die letzten, ich glaube, sieben Jahre anschauen. So, immer darauf achten, ob wir hier in Dollar sind oder in Euro.
Ich hantiere eigentlich immer nur mit den Originalwerten bei US-Dollar, weil aufgrund des Wechselkurses möchte ich da keine anderen Daten eigentlich drin haben. So, und was wir jetzt eigentlich suchen, ist hier unten der Gewinn je Aktie nach Steuern. Und bei Coca-Cola sehen wir jetzt zum Beispiel, wir sehen, ah, okay, der Gewinn pro Aktie ist in den letzten Jahren, in den letzten 7 Jahren eigentlich eher gesunken. So. Das kann man jetzt hier bei finanzen.net raussehen. So, jetzt zeige ich das nochmal bei Guru Focus. Das hatte ich ja vorhin auch angesprochen. Das ist hier unter den Fundamentaldaten, habe ich hier Earnings per Share diluted. Das hier ist alles auf Englisch. Das gibt es auch, glaube ich, nicht auf Deutsch. Das ist immer, ich glaube, nach Steuern, wie es hier auch ist, verwässert nach Steuern. Also diluted heißt verwässert. So, dann kann man sich hier auch nochmal durchlesen, wie sich das Ganze zusammensetzt und auch, wie das Ganze berechnet wird. Man sieht hier das Net Income minus den Preferred Dividendes durch die Total Shares Outstanding. So, und dann wird auch der Berechnungsweg hier nochmal hergeleitet. Also wen das interessiert, der kann das sich auch nochmal hier im Detail angucken. So, und dann finden wir hier unten aber bei historischen Daten die letzten 10 Jahre im Rückblick. Das heißt etwas mehr Daten als bei finanzen.net. Und wir haben jetzt hier auch den Vorteil, dass wir ja, die 10 Jahre betrachten können und das Ganze dann sozusagen rauskopieren. Ich habe das jetzt hier einmal noch für Apple gemacht und hier für Coca-Cola, um jetzt mal zwei gegenüberzustellen. Das zeige ich jetzt in der Tabelle. Hier jetzt noch mal kurz aufpassen. Hier sind einmal die Annual Data, das heißt für das gesamte Jahr, und hier sind die auf Quartalsbasis. Das heißt hier diese sind immer nur für ein Quartal. Deswegen ich rechne immer mit diesen Annual Data. So, und ich habe jetzt hier auch schon mal eine Tabelle vorbereitet und das ist jetzt, wie gesagt, nur der EPS mal im Vergleich. Wir haben jetzt hier, also wir berechnen hier den durchschnittlichen Wachstum. Durchschnittliches Wachstum. Und wir sehen, in den letzten 10 Jahren ist der Gewinn pro Aktie bei Coca-Cola um 1,45% gestiegen, von 1,29 Dollar auf 1,49 Dollar. So, bei Apple im gleichen Zeitraum sind wir hier von 0,56 Dollar auf fast 8 Dollar, das heißt nicht fast, auf 8,31 Dollar gestiegen. So, da sieht man jetzt schon bei den beiden Unternehmen, haben wir natürlich hier eine sehr, sehr große Differenz. Wir sehen hier, okay, wenn wir uns die 7-Jahreszahlen betrachten oder die 5-Jahreszahlen, sind wir eher im negativen Bereich. Und auch hier der Gewinn pro Aktie ist eher rückläufig. So, bei Apple haben wir es so, das hier sind eigentlich alles positive Zahlen. Also gerade wo ich gesagt habe, in den 10-Jahreszahlen möchte ich eigentlich um die 10% haben. Haben wir natürlich hier erfüllt, hier nicht. Und wir können aber auch sehen, wenn wir jetzt zum Beispiel solche Rückgänge wie hier haben, kann man sich, wenn man sich die Zahlen jetzt hier im Detail anguckt, nochmal schauen, okay, warum kommt das zustande oder was ist denn hier passiert in den letzten 3 Jahren? Und dann kann ich nochmal separat in die Zahlen gucken und gucken, okay, ist das vielleicht aufgrund einem Ereignis oder warum ist hier der Gewinn pro Aktie rückläufig? Ich will aber nochmal sagen, diese Zahlen hier sind für mich nicht ausschlaggebend dafür, ob ich ein Investment jetzt mache oder nicht als Einzelnes betrachte. Das ist nur ein Gesamteindruck, also einer von vielen Eindrücken, den ich nutze, um dann im Endeffekt meine Entscheidung zu treffen, beziehungsweise einen gewissen Eindruck vom Unternehmen zu haben. Und aus allen Zahlen, die ich betrachte, leite ich ja, das habe ich ja schon mal gesagt, einen Preis ab, einen fairen Preis für ein Unternehmen, bei dem ich sagen würde, okay, wenn der Gesamteindruck stimmt, wenn ich weiß, wie das funktioniert, wenn ich mich damit identifizieren kann, dann macht das Sinn. Ich werde in einem der nächsten Videos nochmal das gesamte Fundament oder diese gesamte Tabelle zeigen, die ich nutze, wo ich dann nochmal Schritt für Schritt durchgehe und am Ende einmal kurz zeige, okay, das und das ist der faire Preis und das ist der reduzierte Preis. Vielleicht macht das dann, macht das mehr Sinn, sich das mal so anzuschauen. So, aber in dem Fall wissen wir jetzt, okay, ich habe einen gewissen Eindruck, die Einnahmen pro Aktie sind jetzt hier zum Beispiel rückläufig. Das heißt überhaupt nicht, dass jetzt Coca-Cola ein schlechtes Investment wäre. Das heißt das hier für mich in keinem Fall. Ich weiß aber, wie ich das Ganze einzuschätzen habe. Und ich kann jetzt gucken, okay, warum war es in 2012 zum Beispiel das Spitzenjahr oder hier, nee, 2010 das Spitzenjahr? Was war denn da anders, was sich jetzt gewandelt hat? Und dann kann ich sozusagen tiefer einsteigen und gucken, was ist denn an dem Zeitpunkt vielleicht passiert? Was hat sich im Geschäftsfeld innerhalb dieser 6 oder 7 Jahre verändert,
auf das vielleicht das Unternehmen reagieren musste oder wo es bestimmte Sachen verloren hat. Vielleicht mussten die mehr Mitarbeiter aufbauen, vielleicht wurde jetzt irgendwas aufgebaut, was neue Bereiche irgendwie angeht, um da weiteren Wachstum zu fördern. Also von daher, das ist ein Eindruck und an dem orientiere ich mich erstmal, um einen ersten Eindruck zu bekommen, wie ist denn der Stand des Unternehmens und was wird denn eigentlich pro Anteil verdient. Denn im Endeffekt, wenn ich eine Aktie kaufe, also einen Anteil, ist ja genau das hier der Wert, der mir dann auch zusteht, in welcher Höhe jetzt auch immer. So, ich hoffe, dir hat das Video weitergeholfen, beziehungsweise dir hat der Einblick weitergeholfen, was der Gewinn pro Aktienanteil ist. Und vielleicht beachtest du ihn ja jetzt auch in deiner Unternehmensauswahl. Wenn dem so ist, schreib mir mal nach unten. Oder wenn du sagst, das macht für mich keinen Sinn, dann schreib mir das auch mal. Denn es interessiert mich natürlich, Einblicke von anderen Investoren auch zu bekommen, um meine Sichtweise auf das, was ich hier als Investment oder wie ich meine Investmenttätigkeit, wie ich meine Investments auswähle, nochmal ein bisschen auch zu hinterfragen und zu reflektieren. Ich denke, so Fremdmeinungen können immer mal wieder Impulse liefern, um zu schauen, kann ich vielleicht nochmal was ändern oder gibt es vielleicht etwas, was ich übersehen habe oder vielleicht verbessern kann. Wenn dir das Video ansonsten gefallen hat, dann abonniere doch den Kanal und bewerte das Video positiv. Dann verpasst du kein weiteres Video mehr. Und wenn du noch mehr über finanzielle Freiheit erfahren willst, dann besuche auch meine Homepage. Dort findest du die 7 ewigen Gesetze finanzieller Freiheit, mit denen du die Grundbasis bildest und auf der aufbauend dann finanzielle Freiheit überhaupt erst möglich wird. Mit der habe ich es geschafft, mit der kannst du es auch schaffen. Deswegen kannst du dir jetzt kostenlos bei mir auf der Homepage runterladen. Ich sage natürlich ansonsten bis zum nächsten Mal. Mach's gut.